Hallo, meine pfeilschnellen Höhlensucher und herzlich willkommen zurück zu einer heute mal eher spannenden Runde The Forest. Vorab möchte ich mich natürlich bedanken für die Hinweise. Ja, okay, wir befinden uns hier vor der sogenannten Bogenhöhle. ja, ich versprach, wenn es die ist, gehen wir rein. Jetzt habt ihr es mir gesagt, das ist sie, also wird es ein schöner Spaß werden. Werden wir uns auch gleich drum kümmern. Aber als allererstes kümmern wir uns darum, dass wir uns mal was zum Futter machen, ja? Also wir machen jetzt mal ganz kurz was zum Futtern hin. So. Ich würde sagen, zweimal Fleisch müsste reichen, oder? Zweimal Fleisch müsste reichen. Eins, zwei, so. Und dazu machen wir... Nein, ich will kein Fleisch mehr. Jetzt hauen wir das hier noch hoch. Oh, warte mal. Stimmt, da ist noch ein anderes Fleisch, ne? Warte mal, ist das hier nicht dieses Mini-Fleisch wieder? Ablegen... Ablegen. nee, ich will es ablegen. Achso, ich kann es noch nicht ablegen. Okay. Wir haben Sprengstoffe noch dort, ne? Also Sprengstoff könnten wir noch zweimal anbringen. Warte mal, warte mal. Oh ja. Oh, wirklich nur noch zweimal. Wo kriege ich denn jetzt so schnell? Warte mal, waren die Uhren nicht hier irgendwo gewesen? Die Uhren, die waren doch hier gewesen, ne? Bin ich jetzt doof? Die waren doch hier. Okay, warte mal. Ich finde die gerade nicht. So, ich sollte mal lieber essen. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel essen. Ah, weißt du was? Komm, wir haben eine Weile jetzt mal gehungert. Jetzt können wir dem armen Jungen mal wieder ein bisschen sein Fleisch gönnen. Ist er ja auch schon lange unterwegs gewesen. Na gut, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, haben wir ein... Wow, wir sind aber wirklich gut dabei. So, eine Sache ist jetzt noch. Ihr habt ja nochmal einen Tipp gesagt. Aber guck mal, Wasser. Alter Topf, sauberes Wasser kann ich trinken. 100%. Ah, aber seht ihr, wir können sogar... Wir sind ja voll aufgeballert. Und ich kann das auch nutzen, so wie es ist. Also er ist jetzt 100% und er trinkt nur das, was... also danke für den Tipp mit dem Dingswasser. Das kann ich ja auch im Schlauch machen. Aber scheinbar kann ich im Topf auch mit dem sauberen Wasser. Das war ja schon mal ein Tipp gewesen. Aber trotzdem danke für den Tipp. Tipps sind immer gut. Ich probiere sie aus. Wenn sie funktionieren, ist es immer gut. Wenn nicht, kann man es herausfinden. Ich glaube, das war damals wirklich so gewesen. Also, in der Zeit, wo ich es gespielt habe, es war ja Early Access Zeit noch, da war das so, dass die Dinger, ja, Moment mal kurz. So, ja, ihr lieben Kinder, jetzt merkt man, es ist Freitag, es ist Wochenende. genau. Bei mir war es damals auch noch so, also das kenne ich aus der, links noch so, aus der Alpha, keine Ahnung was, ne? Da war es so, dass du das gemacht hast und dann war es, ja, einmal weg. Du hast mir einmal getrunken und dann war es weg. So war das damals gewesen. Gut. Wir sind voll aufgerüstet. Ich würde mir aber sagen, ich leg mir, nee, ich leg mir zwei an. Dann sind wir auch da völlig fertig. Mit den Nerven bin ich sowieso schon fertig. Okay. Meine Freunde. Ich habe schon wieder... Das sieht aber schon wieder doof aus. Ne? Meine Energie fehlt schon wieder teilweise, weil ich nur ganz... Ich habe jetzt mich gerade vollgeschlagen, den Wanz. Und jetzt sieht schon wieder aus, als ob mir irgendwas fehlt. Was sollen wir mal machen? Wir könnten ja mal nach da hinten kurz gehen. Ich glaube, ich habe da hinten ja die ganzen Beeren weggemacht. Wie er es wieder rauszögert, dass er in die Höhle geht. Nee, wir werden gleich reingehen. Aber ihr wisst, ich gehe gerne vorbereitet rein. Das ist nämlich auch gerade kein Zuckerschlecken in den Höhlen, so wie ich gelesen habe. Da kann ich mich auf jeden Fall auf einige Schockmomente vorbereiten. So, jetzt hier muss ich mal wieder aufpassen. Hier gibt es nämlich auch wieder den Krokolinski. So, pass mal auf. Du. Weißt du, das nervt so ein bisschen. Ich will die Beeren haben und dann sammelt er mir das. So, das ist weg. Dann hauen wir es weg. Und jetzt können wir doch den hier mal nehmen. Jetzt sammeln wir alles mal hier so ein bisschen ein, ja? Mann, du dober Stein! Wie ist das hier? Letztens hatten wir es hier mit einem Krokolinski zu tun. Genau, guck mal, da liegt er noch. Ne, das ist nicht die Haut. Ist jetzt ein Stein. Ich glaube, dass wir draußen waren, ist das weg. Ich versuche jetzt gerade nebenbei ein bisschen leise zu sein. Denn irgendwo soll der Krokomeister sein. Und wenn der uns erwischt, dann haben wir wieder ein bisschen nachteilig, weil wir dann schon wieder eine Rüstung gleich verlieren. Wenn es nur einer ist, sind wir gut.
So, ich habe jetzt einige Brombeeren gesammelt, das ist ja auch okay. Ja, ich weiß, ich hätte die Büsche jetzt wegmachen müssen, aber dann verbrauche ich wieder mehr Zeit. Und die mehr Zeit. Ich habe ihn gehört, ich höre ihn, ich höre ihn. Dumm, 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 dumm. Nix dumm, dumm, dumm. Ich hau ja ab. So. Ey, das gibt's doch nicht. Was hast du denn immer für einen Hunger, mein Freund? Dauerhunger hier, ey. Problem ist, wir gehen jetzt dunkle Höhle. Ich habe leider kein Licht. Aber okay. Wir legen los. Also Mutanten sollen da eine ganze heftige Menge gewesen sein. Ziemlich hell hier drin, oder? Kommt jetzt von draußen noch der Sonnenschein hier rein? Irgendwas in diese Richtung müsste das sein. Okay, pass mal auf. Ah ja, da, wir haben hier eine ganze Menge Passagiere gefunden, ne? Ich habe eine Armbanduhr gefunden. Das ist ein Ball, den brauche ich nicht. Okay, kannst du mir mal ein kleines bisschen Lichtchen anmachen? Das wäre gut. Ein kleines bisschen Lichtchen, das wäre schön. Ich glaube, ich habe noch ein paar Leuchtfackeln habe ich noch da. Das Gute ist, ich habe mir wieder Stöcker mitgenommen. Wir können uns dann hier nach und nach wieder auch Speicherpunkte setzen. Falls sie uns, ja, doch irgendwann vielleicht doch... Oh nee, ey, oder? Hä? In so einer Höhle waren wir doch schon mal. Ey Leute, es ist ein mieser Start. Da unten ist auch keine Möglichkeit, mich auf irgendwas drauf zu hocken. Warte mal. Könnte ich mit der Armbrust nicht? Guck mal, jetzt haben wir auch zum ersten Mal die Armbrust im Einsatz. Und ich wusste ein bisschen ja an den Bildschirm ran. Ich bin ganz immer so ein bisschen lockerer dabei, weißt du? So, jetzt pass mal auf. Irgendwie habe ich gerade den Pfeil mir zurückkommen sehen. Bin ich doof? Ey, sag mal. Jetzt, doch, ich habe ihn getroffen. Sehr gut. So, pass mal auf, wir machen das irgendwie anders. So, wenn der mir hier irgendwo auftaucht, der ist doch da unten, ne? Genau, guck mal, da kommt da. Kommt da gerade und dann machen wir den hier. Boom! Ich mag das. Ich mag das mit dem Molos. Wir müssen uns hier mal erstmal ein bisschen Platz freiräumen. Der ist, den würde ich niemals im Nahkampf machen. Morscht, Wodka. Brennt gut, schmeckt gut. In dieser Reihenfolge. Borscht. Borscht, Wodka. Ah, nee, nicht so. Jetzt ist es nicht echt. Borscht kennt er ja alle so ein bisschen, ne? Das einer der Leibgerichte, der. Also eine russische Nationalleibgerichte, irgendwie habe ich mal gehört. Also ist diese Suppe da, ne? Borscht ist ja so eine. Oh, wie heißt denn das? Rote Bete-Suppe müsste das sein. Nur ein bisschen verfeinert und alles. Also Rote Bete ist super lecker. Also eine Rote Bete-Suppe. Oh, darauf freue ich mich immer. Oder Kürbissuppe. Schön mit so Kartoffeln, Karotten gemacht. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Jetzt kriege ich Hunger. Mmh. Oh ja, das könnte man die Tage eigentlich mal wieder machen. So, wir warten, bis der wieder heraus da kommt. So, jetzt kriegst du nochmal einen auf den Dez. Sag mal, kann ich hier nicht so ein Ding im Kopf schießen? Nee, kann ich nicht. Ihr sitzt alle so richtig bescheiden. Mist, jetzt habe ich ihn aber nicht im Kopf getroffen. Das ist mein Problem. Müsste den da mal ein bisschen pumpen. Ja, ihr müsst das ja. Das müsst ihr euch jetzt ab. Müsst ihr euch jetzt abkönnen. Der ist drüber gegangen. Aber getroffen. War noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Nein, wir müssen jetzt leider den Kampf ein bisschen so ausführen. Würde ich lieber anders machen, aber ey, ganz ehrlich, ich setze mich bestimmt nicht da runter mit diesem Riesentypen da, der mich dann da umrennt. Das ist so ein Kerl, den macht man einfach aus der Ferne. Du nicht einfach mal stehen bleiben können? Ich hätte mir wieder Pfeile machen sollen, wa? Das wäre ein bisschen sinnvoller jetzt in diesem Winkel.
Ah, könnt ihr nicht länger da stehen bleiben hier vorne im Schießweite? Ja. Ah, oh, schon wieder. Jetzt habe ich nur in den Rücken getroffen. Oh, nochmal ein. Was krass ist, ich habe den drei Molos reingehauen. Der hat schon einiges an Pfeilen drin. Jo, den haben wir schon mal. Oh, du kommst auch nochmal. Ey, wie viel will der noch fressen? Das kann doch nicht wahr. Ey, Leute, ist das immer so, dass der so viel frisst, diese Mutanten? Bitte mir doch nicht sagen. Bitte. Das muss doch, der muss doch leichter weggehen sein, oder? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Oh, nicht ankämpfen. Einfach links liegen lassen. Man bleibt doch mal länger stehen. Leute, ich brauche einen Moment. Ich bin alt, ja? Also ich bin alt. Ich brauche einen Moment, den anzuvisieren. Oh, kommt mal vor jetzt. Bin armseliger kleiner Bogenschütze hier oben und... Nee, Vorsicht, du hast es schon mal geschafft, dass du runtergerutscht bist. So, jetzt aber tot. Das ist so ein Robin Hood, werde ich wohl nicht mehr werden. Ja, der ist mit so einem... Geht da noch diesen alten Robin Hood mit Kevin Costner? Habt ihr den mal gesehen? Der sieht aus wie so eine Zielscheibe mit einem dran. Geht der nicht ein Stück länger da vorne bleiben? Mist, das wird so. Ah! Danke, meine Trefferqualitäten sind von hier oben. Ich kann das noch nicht richtig ausmessen, so vom Treffen halt her, ne? Ey, das ist doch schon ein richtiger Igel, der Typ. Naja, wir sitzen wahrscheinlich noch eine Weile hier, ne, meine Freunde? Wobei, wir können auch die Knochen dann am besten mitnehmen. Nicht unbedingt wie eine Knochenrüstung, aber da könnten wir vielleicht, Dings machen. Knochenpfeile zur Not. Ich weiß, die Pfeile hier sind am besten, wenn wir dazu den neuen Bogen dann haben. Aber so wie ich mich hier gerade verhunze mit den Pfeilen, da bräuchten wir wahrscheinlich auf jeden Fall neue dann. Und es soll ja eine üble Höhle werden. Ihr habt ja gesagt, irgendwie ist eine mit der schwierigsten, ne? Könnt ihr mal jetzt davor kommen? Und der stirbt auch nicht. Oh, na endlich! Aber der sieht auch schon richtig nice aus. Jetzt stehen, du. Ah, reicht immer noch nicht. Bleib stehen. Warum? Ich hab doch voll keine drauf jetzt hier. Ah, okay, ich muss ein bisschen hier drunter ziehen, von der Höhe aus. Okay, von der Höhe aus muss ich ein bisschen drunter ziehen. Nein, ich hätte getroffen! Wirklich! 100 Pro! Kannst du mir mal wieder rauskommen da? Wenn ich dich noch wegballer, dann müsste ich runterkommen können, ne? Glaub, da hinten ist zwar noch irgendwas, aber das ist dann machbar, solange es jetzt nicht nochmal so ein... Naja, zumindest habe ich jetzt mal da erwischt, wie ich ihn erwischen wollte. Ah, komm zurück. Na komm, mein Kleiner, komm, setz dich hin. Ja. Der war geil. Ey, komm, der war cool. Er hat mich zwar übelst verletzt, aber der Schuss, der war wirklich, nee, du sollst ihn essen. Der war wirklich bombastisch, ja? Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Okay, hier wird es jetzt ein bisschen ulkig. Oh, jetzt mal ein schönes Stück Fleisch raus hier. Also ihr sagtet irgendwie runter, ne, sollte ich dann gehen. Ja, das machen wir auch gleich. Aber jetzt machen wir erstmal ein kleines Feuerchen hier, würde ich sagen. Und währenddessen solltest du dir vielleicht mal, guck mal, hier kannst du so einen kleinen Riegel essen. Dazu trinkst du noch eine schöne Soda und dann sieht alles schicker aus. Hast du viel gegessen, ist ja aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Ich lerne es, glaube ich, irgendwann. Irgendwann lerne ich es. Irgendwann schaffe ich es. Irgendwann kriege ich es hin. Nein, den willst du nicht reparieren. Uns fehlt genau, da fehlt uns ja auch noch mal eine, war. Wir brauchen noch ein Beinchen und dann haben wir das auch geschafft. Wir brauchen ein neues Spray übrigens, ne? Deswegen nehme ich jetzt gerade die Fackel, weil ihr habt letztens gesehen, ich habe die Dings weggemacht. So, setz ich mal hin, wir warten kurz. Hey, der hat aus. Guck mal, wir haben jetzt von den Muties haben wir jetzt schon mittlerweile 8 von den Big Muties.
So. Ach du Heiliger, ist ja alle voll. Passt denn hier da überhaupt was hin? Wo hatten der jetzt eigentlich die Uhren hin? Ach, dahinter sind die Uhren. Ich habe zwei Armbanduhren. Ich könnte das nochmal machen mit zwei. Aber ich würde das Klebeband jetzt nicht unbedingt gerne verprellen. Aua, wenn ich jetzt so reingehe, braucht der mal eine Weile, bis er sich daran gewöhnt hat. Knochen nehme ich mit, meine Freunde. Das tut mir leid, aber die können wir nicht liegen lassen. Das ist einfach Fakto. Bismet. Ne, okay, ich kann nicht mal mehr, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machst du 1, 2, 3. Wir haben ja eh eine mal verbraten heute noch. So, okay. Puh. Ist nur ein Stein. Da ist ein Schädel. Und wir hatten aber hier nicht noch einen von den Typen. War da noch einer, oder? Oh, weia. Oh, weia. Oh, weia. Okay. Also auf jeden Fall sagtet ihr runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Und laufen, 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 laufen. Ach du Heilige! Was ist denn das für eine Hölle? Ja, das ist eher eine Hölle statt eine Höhle. Okay, wollen wir das mit dem Bogen ein andermal machen? Also ich sag mal, das sieht schon mir desaströs gemein aus hier gerade und ich weiß nicht, ob ich das hier gerne machen möchte. Da habe ich ja jetzt schon total einen Bammel vor. Wir hatten gerade schon einen heftigen, ultimativen Feind hinter uns. Hier sollte ich eigentlich nicht lang, ne, hieß es. Immer runter, runter, runter. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier so einen Weg sehe, da kann ich mich doch jetzt nicht versperren und hier nicht runterlaufen. Was ist das für ein Weg? Ich bin 100 pro hier auf jeden Fall falsch, das weiß ich, aber trotzdem will ich hier irgendwie hinlaufen. Links, das. Ich habe es gerade. Ich muss kurz ein bisschen die Luft anhalten, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt hier hinkomme. Ich glaube, der Dicke, der da mal so rumrennt, war, das sind die am Anfang, sind das die hier. Ich mache hier so ein Genshin von Overwatch. Ich wehr sie einfach ab, so, weißt du? Ja, das ist so widerlich, die Dinger. Aber auch wiederum widerlich jetzt so in der Sicht, aber auch irgendwie voll traurig, so, weißt du, wie ich meine? Irgendwie voll traurig einfach. Wollen wir sie erlösen? Lösen wir sie einfach. Fehlt da nicht einer? Was hat der da noch, der da lebt, oder? Ja, ich habe recht gehabt. So, 2, 3. Haben wir die 3 bitte? Stoff brauchen wir auf jeden Fall. Echt gut, dass wir hier erstmal rein sind. Oh, Stecker. Ja gut, Stecker könnten wir uns auch nochmal holen. Vielleicht sollten wir... Die Seile habe ich leider zu viele. Wir sollten uns auf jeden Fall erstmal die Pfeile mitnehmen.
Igitt. Igitt. Hier geht's aber auch runter, meine Freunde. Soll ich hier runter, runter oder hinten runter, runter? Na gut, die Frage wird wahrscheinlich zu spät jetzt kommen, weil ich dann eh schon unten bin. Ach du Heilige. Du heiliges Kanonenrohr. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich da rein soll, weil das wieder alles gefährlich ist. Ich auch. Soll ich da hochklettern können, aber ey. Wir sind gute Springer. Wir springen einfach hoch. Alter, das, Alter, das. Ja, ich glaube, hier kriege ich noch was zu trinken, ne? Mehr habe ich nicht. Ich habe aber eins aufgesammelt. So, dann gehen wir mal hoch. Ja. Ja, wo gerade jemand einen Arm verloren. Oh. Oh. Mmh. Haben wir ja mal zusammengebaut. Habe ich einen Erfolg? Ne, wenn du alles findest, ist doch ein Erfolg. Nein, du sollst mal dein... mach mal dein Ding drauf. Nein, mach mal dein... Danke. Hä? Warum habe ich von denen jeweils zwei gefunden? Kann man die überall finden? Ich dachte, das ist... Okay, pass mal auf. Als allererstes, erste Amtshandlung, die wir machen müssen, ist, wir bauen uns einen Speicherpunkt auf. Denn ich habe Angst. Meine Angst ist groß, dass ich hier sterbe. Ich versuche immer natürlich noch nicht zu sterben. Ich weiß, man hat eine Möglichkeit, man kann laden. Aber ich spiele Survival-Spiele gerne so, wie wenn es im Reellen wäre. Du willst überleben. Du willst ja auch nicht sterben und kannst auch nicht neu starten. Ne? Und das wollen wir ja verhindern. Und das versuchen wir jetzt hier auch zu machen. So, ich habe den oberen Sektor ja schon mal mein Sektor. Ja, also hier kann man nicht sagen, es gehört mir. Sammeln wir mal so ein paar Stoffirinos wieder ein, damit wir wieder ein paar wieder haben. So, es sind nur 5. Das war jetzt nicht die Welt. Wir sind nicht alle, die wir brauchen, aber wir haben ein paar wiederbekommen. Dann haben wir zumindest nur 9 verbraucht, ne? Ja, ich versuche gerade ein bisschen umtriebig zu sein und nicht runter zu gehen, aber wir müssen heute runter. Also es ist noch viel zu viel Zeit dazwischen. Wir gehen auch runter. Houston, wir gehen runter. So, ich weiß zwar nicht, welchen ich da jetzt nehmen soll. Das habe ich nämlich jetzt nicht mehr im Kopf. Das werde ich mir jetzt dann später nachlesen. Dann werde ich später dann merken, dass ich falsch gelaufen bin. Wenn ich jetzt hier runter gehe, wo komme ich denn hier hin? Sehe ich das da? Oh ja, guck mal, da sehe ich sogar meinen nächsten Punkt, wo ich lande. Der ist nämlich nicht weit. Vorsicht, Vorsicht. Was ist denn so hier? Training Order. Also hier ist irgendwas. Jessica Cross. Matthew Cross. Okay. Warte mal, habe ich da eine Lampe? Jo, ich habe eine Taschenlampe gesammelt. Ja, habe ich einen Pinsel. Und hier habe ich rote Farbe. Gut, machen wir mal rote Farbe auf. Und da habe ich einen Knochen. Hier kriege ich schon die erste Panikattacke. Okay, ich muss mal beide Kopfhörer aufsetzen. Runter, runter, runter. Aber das ist im wahrsten Sinne runter, runter, runter. Ihr wisst schon, das letzte runter, runter geht ganz, ganz runter, ne? Ach du Heilige. Eigentlich will ich nicht. Ich will nicht. Ey, nein. Okay, wir haben aber Hunger, ne? Habe ich hier noch... Ist es noch gut? Der ist noch gut, ne? Aber ich habe nur noch 11 Stöcker. Wenn ich mir jetzt hier was zu essen kredenze, wäre das schlecht für mich. Pass mal auf. Futter mal zweimal das und dann trinkt ihr ruhig mal daraus ein.
Also brauche ich erstmal wieder aufgebollert. So, pass mal auf. Ihr sagtet ja Lauf, aber Leute, wo soll ich denn hinlaufen? Also wer jetzt da unten steht, der ist bestimmt jetzt braun und gelb, weil ich mir alle durchgelaufen ist. Also da kannst du keinen Muskel mehr halten. Bei dem Schuss, den ich hier gerade habe. Ey, wie kann man denn das? Ich würde immer noch. Ich könnte da nach unten gucken trotzdem. Ich sehe da nichts, ich sah da nichts. Ich würde mir einfach das Feuerzeug kurz wegpacken und trotzdem mal umdrehen. Aber eigentlich sind wir rot. Aber die Mutanten, denen interessiert das ja nicht, oder? Komm dem Boden näher. Meine Freunde, das Spiel ist grausam, sehr grausam. Sehr grausam. Okay, jetzt brauchen wir den hier. Mit dem eigentlich auch kämpfen. Okay, ja, doch, kann ich. So, ich husch mal hier rüber, lieber er. So. Wir sind jetzt hier. Okay, es geht aber noch nicht ganz nach unten. Hey, wie weit geht denn das hier runter? Das ist übel. Das Problem ist. Oh nee, was ist denn da jetzt? Boah, das ist noch nicht ganz unten, ne? Hey, die werden mich noch nicht jetzt hier fertig machen. Okay, gut. Da geht's irgendwo runter, wo ich nicht hin will. Lalalala. Könnt auch darüber gehen, ja? Wollen wir mal darüber gehen? Ist immer noch geil, wie der das schafft mit dem Arm. Total, also, der ist ein totaler Spezialist, ne? Verliert zwar seinen Sohn, aber ansonsten ist er ein Spezialist, noch ein Nöcher. Bitte nicht zu weit nach hinten, genau, weil da ist ein bisschen was, was wir nicht haben wollen. Guck mal, da hast du aber noch so eine Zwischenverbindung und hier geht's aber. Hier geht's bis da runter. Nein! Da komme ich nochmal auf so einen Zwischenfelsen. Doch, wir gehen erstmal, wir nehmen erstmal das Ding da. Den nehmen erstmal den hier, weil da ist ein Zwischenfelsen noch gleich, wo wir drauf kommen. Das Problem ist, ich habe den geschrieben, das ist total übel dann und so. Ich mache mir jetzt die ganze Zeit Bammel immer in der nächsten Etage. Jetzt kann doch gleich was kommen, jetzt kann doch gleich was kommen. Und davor habe ich halt totalen Schiss. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Hier geht partout nicht weit. Oh, ich wollte jetzt gerade durchrushen. Okay, wir gehen wieder hoch. Wir gehen hoch und gehen den anderen Abstieg runter. Ja? Wir gehen hoch und den anderen Abstieg hinab. Oh, wieder darüber. Bin immer noch hoch konzentriert. So, wir pflanzen uns mal hier hin. Immer ruhig den erstmal. Und weiter runter. Weil im Endeffekt möchten die Sachen, die ich hier tätige, auch was sein, ne? So, ich hatte ja gesehen, es ist noch nicht ganz unten. Also wir können noch darauf hoffen, dass wir nicht gleich angegriffen werden, ne?
Okay, warte mal. Ruh dich kurz aus, mein Kleiner. Ey, wenn man so richtig die Panik drin hat, das ist einfach so, du bist, ja. Okay. Lauf hoch, 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 lauf hoch. Geh weg! Lass mich! Ich will mich umdrehen. Guck mal, du kannst dich auch am Seil drehen, Mann. Wenn ich jetzt E drücke, lässt der los, wa? Guck mal, sitzt der da unten gerade? Nee, ne? Lass mich hoch. Oh. Ich bleib jetzt hier bis in 3 Folgen und dann hau ich mich los und dann werde ich versuchen hier durchzukommen, nachdem ich verhungert bin. Rannte er gerade. Ich hab dich gesehen. Komm her, du Teddy Boletti. Er zeigte sich jetzt nicht besonders beeindruckt. Gut, bei meinen Schriftstück. Aber das sieht doch aus, wie wir schon mal waren, ne? Guck mal, du hast doch hier was. Willst du den nicht vielleicht mal in dieser Richtung schmeißen? Bombastisch! Weil 2 von 3 haben Headshot der verursacht. Auf jeden Fall fehle ich jetzt diese komischen Krepeltiere. Immer so aus, als ob ich sie treffen würde. Okay, den habe ich jetzt getroffen. Was? Ach, da ist er ja. Okay. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt ziemlich stolz auf mich. Dass wir so gut vorangekommen sind, auch wenn ich irgendwie vermute, dass wir in der falschen Höhle sind, würde ich aber sagen, wisst ihr was? Ja, genau, ihr wisst das. Wir sind eigentlich sehr weit heruntergekommen, haben eine ganze Menge erreicht. Und werde mir jetzt erstmal hier ein Speicherli aufbauen. Ich werde aber die Folge, nicht wundern, ich werde die Folge hintereinander weg aufnehmen. Weil wenn ich einmal so in dem Feeling drin bin, wenn ich es morgen mache, das wäre einfach fehl. Das wäre einfach eine Fehlsache. Guck mal, wir stehen eigentlich ganz gut hier. Guck mal, wir sind jetzt ganz unten. Aber ob wir richtig sind, das habe ich keinen Plan von. Ihr könnt das ja dann schon mal in die Kommis schreiben. Werdet ihr dann sehen, wie ich dann am nächsten Mal dann darauf reagiere und wie weit ich vorankomme und so weiter. Jetzt gerade ist es, ja. Jetzt ist mein Fleisch auch noch verdorben. Ja, mehr können wir jetzt ja auch gerade gar nicht machen. Also wir sind gut vorangekommen, wir sind schnell vorangekommen. Wir sind weit unten. Wobei, ich finde eigentlich, wir sind sehr langsam vorangekommen. Ne? Also ich bin sehr vorsichtig einfach. Aber ganz ehrlich, ich bin halt jemand, wenn ich irgendwo reingehe, dann laufe ich auch nicht schnell runter irgendwo, weil ich weiß nicht, was mich da erwartet. Deswegen mache ich es peu à peu. Gut, aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt schon mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier das weiter erkunden. Wie gesagt, wird dieselbe Aufnahmesession sein. Also ich werde gleich danach noch ein Video machen. Einfach, weil ich gerade im Feeling drin bin. Ich werde hier durchgehen. Wenn wir hier falsch sind, werden wir wahrscheinlich zurückgehen. Da hinten war noch eine Höhle, da gehen wir runter. Aber werden wir vielleicht auch so machen. Also es könnte passieren, dass wir uns jetzt 2, 3, 4 Folgen in der Höhle aufhalten, weil ich aber auch sehr langsam bin.
Sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.